Herzlich willkommen, liebe Flossenfreunde, zu diesem Video. Wir haben euch in einem der letzten Videos ja versprochen, dass wir mal nach Berlin fahren möchten. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ist das tatsächlich geschehen. Wir sind heute hier zu Gast beim Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch von der SPD. Vielen herzlichen Dank, Uli, dass wir hier sein dürfen. Gerne, freut mich. Nun, unsere erste Frage ist vielleicht damit auch verbunden mit der Tatsache, warum wir hier sind. Vor, glaube ich, 2 Jahren war ja eine angehende junge Lehrkraft hier bei dir zu Besuch. Und du hast damals auf Social Media geschrieben, dass du das tatsächlich sehr begrüßt, wenn auch mehr Lehrkräfte diese Chance wahrnehmen wollen, hierher zu kommen. Dann waren wir die Ersten, die sofort drunter geschrieben haben, ja, wir würden gerne kommen und unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier gerne Eindrücke aus dem Bundestag zeigen. Wir haben uns aber auch damals schon dieselbe Frage gestellt, die wir uns jetzt heute stellen. Warum findest du das so wichtig, dass junge Lehrkräfte mal hier diesen Ort aufsuchen? Ich glaube, dass junge Lehrkräfte und übrigens Ältere auch, gerade in Zeiten wie diesen eine enorm große Verantwortung für die Zukunft unseres Landes haben. Was Wertevermittlung angeht, was ein Bewusstsein dafür angeht, warum es so wichtig ist, sich zu engagieren und sich darum zu kümmern, dass es auch in Zukunft ein demokratisches und freies Deutschland und Europa gibt, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe von Lehrkräften und natürlich auch zu erklären, was wir hier so machen im Bundestag, warum es ja manchmal länger dauert, wie die Abläufe sind und warum manchmal auch Streit dazugehört und solche Dinge. Und deshalb arbeite ich so gern mit Schülerinnen und Schülern, mit Lehrkräften und biete hier übrigens auch Hospitationen an. Wer also einmal eine Woche hier dabei sein möchte in Berlin, muss sich nur kurz bei mir melden und schon wird das eingetütet. Also, wir haben ja viele Lehrkräfte, die uns folgen. Gleich mal als kleine Notiz sich merken. Du kommst ja so wie wir aus der tiefsten Oberpfalz, da haben wir sagen, du bist in sehr vielen Vereinen engagiert gewesen, auch vielleicht jetzt noch im Schützenverein, Feuerwehr, Musikverein, hast dort als Polizeibeamter gearbeitet und 2013 plötzlich gibt es ein ganz neues Umfeld für dich, nämlich Berlin. Wie hat sich da dein Alltag verändert? Ja, komplett. Das Leben, was ich jetzt lebe, ist ein ganz anderes, als es das Leben war, was ich früher vor meiner Zeit im Bundestag geführt hatte. Man ist als Bundestagsabgeordneter, zumindest in Teilen der Region, eine öffentliche Person. Da muss man sich vorher einfach drüber im Klaren sein. Die Arbeitszeiten haben sich krass geändert. Es gibt keine festen Arbeitszeiten und auch keine 8-Stunden-Tage mehr. Aber trotzdem, es ist auch eine Aufgabe, die einen erfüllt bis in die Haarspitzen. Und von dem her, ich könnte es gar nicht sagen, ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist. So eine Abwägung kann man gar nicht machen. Anders ist es auch geworden. Aber es erfüllt mich nach wie vor jeden Tag aufs Neue und ist mir eine Ehre und eine Freude zugleich. Daran anschließend gleich die nächste Frage. Woher kommt diese Triebkraft bei dir? Was hat dich dazu gebracht, sozusagen politisch tätig zu werden und das auch noch ausgerechnet in Bayern bei der SPD? Ja, also ich war bis zu meinem 19. Lebensjahr ein völlig unpolitischer Mensch, hatte mit Politik nichts am Hut, habe nie Nachrichten geschaut, nie Zeitung gelesen oder sonst irgendwas und bin dann wie die Jungfrau zum Kinde zu den Jusos gekommen, zur Jugendorganisation der SPD und habe gleich ziemlich am Anfang gemerkt, dass viele Klischees und Vorurteile, die es über die Politik gibt, einfach nicht stimmen. Es interessiert sich keiner für dich, die machen eh, was sie wollen, sind eh alle gleich, all diese Dinge habe ich so nicht verspürt, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich gehört werde und dass sich die Leute in der SPD für meine Meinung interessieren. Ich habe mir dann auch alle Parteien mal angeschaut und mir gedacht, da gibt es ja andere auch noch mal, wer weiß, wer die beste für dich ist. Und ich bin dann tatsächlich bei der SPD geblieben, weil das, was ich denke, mit der SPD die meisten Schnittmengen hat. Und deshalb, und das sage ich auch noch nach 27 Jahren in der SPD, Wahnsinn, das ist meine Partei und ja, hier bin ich richtig. Was macht dir bei deiner Arbeit hier am meisten Spaß und worauf könntest du vielleicht auch gerne verzichten? Für mein eigenes Ego ist es natürlich am schönsten, wenn ich viel Fördergeld in unsere Region bringen kann. Das waren jetzt in den letzten paar Wochen tatsächlich mehr als 5 Millionen für
vorwiegend kommunale Sportstätten, die Weidner Mehrzweckhalle oder die Weidner Thermenwelt, ein paar Freibäder in der Region. Das gefällt mir, wenn ich konkret positiv in der Region wirken kann. Und ansonsten macht es mir einfach tatsächlich unheimlich viel Freude, mit Lehrkräften und mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, weil ich für mich so das Gefühl habe, das ist konkrete Arbeit an der Zukunft. Und das, das macht sehr viel Spaß und umso tragischer, dass es jetzt wegen Corona nicht möglich ist. Ich hatte hier fast jede Woche eine Schulklasse, jetzt hatte ich seit über einem Jahr keine mehr. Und auch die Besuche in den Klassen, in den Schulen gehen ja nicht aus bekannten Gründen und ich hoffe einfach, dass es sich bald wieder ändert. Eine große Aufgabe, der du dich widmest, ist ja der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Wenn es jetzt gerade auch um Rechts geht und um Antifaschismus, dann gibt es da öfter auch im Bundestag verbale Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit der Alternative für Deutschland. Und in diesem Kontext haben wir tatsächlich auch eine sehr interessante Rede von dir gefunden, die wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch gerne mal zeigen möchten, damit ihr auch mal einen Einblick habt, wie sieht es eigentlich aus, wenn Uli Grötzsch im Bundestag redet. Wir waren beim Thema Antifaschismus im Jahr 2020 und darüber hinaus und bei seinen Symbolen und der Frage, was darunter zu verstehen ist und wer womöglich dahinter steckt. Und ich möchte Ihnen das bei dieser Gelegenheit nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Das zum Beispiel ist die antifaschistische Aktion Storchheina. Die kennen Sie, gegen die haben Sie diese Woche erst wieder vor Gericht verloren. Das ist die antifaschistische Aktion Eiserne Front seit 1931. Das ist unsere Jugendorganisation, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, aber antifaschistische Aktion wird. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, was zum Abschluss kommt. Das ist antifaschistische Aktion seit 157 Jahren, sehr geehrte Damen und Herren. Warum, glaubst du, erleben wir gerade einen Höchstwert rechtsextremistischer Straftaten und wie kann man dem pragmatisch entgegenwirken? Naja, wir leben in einem Zeitalter der Desinformation. Das ist so. Das hat meiner, also ich sag mal so, als ich 2013 hier ankam, in Berlin im Bundestag, war das Klima im Parlament ein ganz anderes. Waren die Themen, über die wir gesprochen hatten, ganz andere. War auch der Rechtsextremismus ein ganz anderer. Waren die Feinde der Demokratie in erster Linie noch die Feinde des Euro und des geeinten Europas. Und das hat sich dann mit der Flüchtlingslage 2015 ganz krass verändert. Die Menschen waren total verunsichert überall. Rechtsextremisten haben das natürlich genutzt für ihre Zwecke, haben Falschinformationen verbreitet, den Untergang des Abendlandes vorhergesagt, das Bild von den Muslimanern mit dem Grundolch gezeichnet, der hier auf Deutschlandstraßen alle Frauen vergewaltigt sozusagen. Jetzt sehen wir 6 Jahre später, dass nichts davon so gekommen ist, sondern dass wir es tatsächlich geschafft haben, uns mit der Kanzlerin zu sagen. Aber diese Kanäle der Desinformation, die sind geblieben, auch noch unterstützt aus dem Ausland inzwischen. Und es hat der Rechtsextremismus mit der AfD wieder einen parlamentarischen Arm. Das ist eine Herausforderung für dieses Parlament. Hier ist alles anders seit 2017. Was das Klima angeht und wie man das bekämpft. Zum einen in der konkreten Situation durch eine klare Kante, niemals irgendwie einen Fußbreit, niemals zurückweichen, sondern immer mit stolz geschwellter Brust für Freiheit und Demokratie. Und im mittel- und längerfristigen Kontext geht es nur durch Bildung. Wir müssen über Unterrichtsinhalte reden, wir müssen über Lehrerinnen und Lehrerausbildung reden und all diese Dinge. Ich sage mal als Beispiel, es ist gut, wenn man weiß, was Heinrich IV. Für Probleme mit Papst Gregor hatte, was da alles passiert ist deshalb. Aber so wirklich wichtig ist es nicht, behaupte mal ich. Ich glaube, dass es wichtig wäre, in viel mehr Geschichtsunterricht, in viel mehr Sozialkunde und all dem, viel konkreter über das zu reden, über die Frage zu reden, was ist in Deutschland, sagen wir mal, nach 1919 passiert, dass 1933 das Parlament entmachtet werden konnte, Hitler
alleiniger Machtinhaber in Deutschland de facto wurde. Und was ist wiederum 1949 passiert oder nach 1945, dass Deutschland vom meistgehasstesten Volk der Welt zum beliebtesten Volk der Welt wurde? Und was müssen wir alle tun, damit das auch in aller Zukunft so bleibt? Mhm. Jetzt wieder einen Schritt zurück zu tatsächlich deinem beruflichen Umfeld oder deinem Beruf. Wer deinem Instagram-Kanal folgt, der sieht ja, dass du ganz oft mit der Bahn unterwegs bist, sehr viel die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Was muss sich denn da eigentlich in den nächsten Jahren im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel ändern? Viel. Wenn ich von meinem Heimatdorf versucht habe, mit dem Bus nach Weiden zu fahren, dann habe ich schnell wieder gelassen. Erstens, weil nur alle heilige Zeit mal einer kommt. Zweitens, weil der viel zu lange unterwegs war. Und drittens, weil es viel zu teuer war. Und das sind, glaube ich, die drei Dinge, über die man reden muss. Der Freistaat Bayern, die bayerische Staatsregierung, macht sich dahingehend einen schlanken Fuß und sagt, wenn ihr Kommunen, wenn ihr Landkreise einen besseren öffentlichen Personennahverkehr wollt, müsst ihr ihn euch kaufen. Aber die Landkreise, die Städte, die Kreisfreien, haben ganz andere Themen am Start, für die sie ihr Geld ausgeben müssen. Der Freistaat Bayern muss konkret in die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit erheblichen finanziellen Mitteln einsteigen. Dadurch kann man erreichen, dass die Taktung kürzer werden kann, dass die Fahrtstrecken kürzer werden, weil nicht der 40-Sitzer über alle Dörfer gondeln muss. Und dadurch wird eben auch der Fahrpreis günstiger werden und es wird attraktiver, mit dem Bus zu fahren. Was ich sofort machen würde übrigens, wenn ich die Gelegenheit hätte. Okay, eine Sache, die sich ja vielleicht in der nächsten Legislaturperiode ändern kann, da sind wir jetzt auch schon beim Thema Bundestagswahl, die steht ja im September an und ist heuer doch sehr stark geprägt eigentlich von dem ganzen Thema Corona. Was bedeutet denn eigentlich Wahlkampf in Zeiten von Corona? Wie wird sich der vielleicht auch verändern gegenüber allen bisherigen Wahlkampfveranstaltungen? Ja, wir merken natürlich, wir sind schon mittendrin im Bundestagswahlkampf. Wir merken, dass alles anders ist. Solche Themen wie Videokonferenzen und auch Veranstaltungen, die wir per Video streamen, bei YouTube oder sonst irgendwo, sind Standard geworden. Was jetzt mit dem Wahlkampf im Sommer sein wird, da planen wir einfach zweigleisig. Wir planen auf der einen Seite so, dass wir unter Einhaltung von Hygieneregeln Präsenzveranstaltungen machen können, und wir planen aber auch so, dass womöglich gar nichts möglich ist, und müssen dann einfach die Variante nehmen, die möglich ist. Mir wäre die liebere natürlich die Präsenzvariante, weil das ja auch ein wesentlicher Teil des Wahlkampfes ist, dass man mit den Menschen in Kontakt ist, was man als Politikerin oder Politiker natürlich am besten die ganze Zeit sein soll. Aber im Wahlkampf natürlich erst recht. Und inzwischen, also mit Verlaub, sind auch schon alle ganz schön genervt von den ewigen Videokonferenzen und vermissen das auch alle, dass man den direkten Kontakt zueinander hat. Aber das ist Wahlkampf in Corona-Zeiten, virtuell. Mit welchen politischen Inhalten, und das ist unsere abschließende Frage, möchte denn da jetzt die SPD bei der Wahl am 26. September die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen? Es geht uns in diesem Wahlkampf gemeinsam mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zum einen darum, dieses Land stabil zu halten. Es geht um Respekt in der Gesellschaft. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft miteinander auch daran arbeiten, dass wir nach der Pandemie in eine gute Zukunft gehen. Dazu gehört unser Kernthema als sozialdemokratische Partei. Unser Kern ist der Bereich Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Den Bereich Arbeit und soziale Gerechtigkeit in eine klimaneutrale Zukunft überführen, das ist Aufgabe der Sozialdemokratie. Das kann niemand außer wir. Das kann nur in einem Europa passieren, in dem alle Staaten gemeinsam an den Themen arbeiten, sich in einer globalisierten Welt, die sich eigentlich nur noch in Weltmärkten versteht, zu einem großen Weltmarkt zusammenzuschließen, in dem es aber nicht nur ums Geld und um die Wirtschaft geht, sondern die Menschen, in dem Europa tatsächlich eine Einheit und eine Region ist und aus dieser Krise gemeinsam gestärkt hervorgeht. Olaf Scholz hat gezeigt, dass er das kann. Ich bin froh, dass wir ihn als Kanzlerkandidaten haben, und mir sicher, dass wir am 26. September mit ihm und unserem starken Zukunftsprogramm, das man auf www.spd.de nachlesen kann, die Wahl gewinnen und das Land in eine gute Zukunft führen werden. Okay, das war doch mal ein Statement, die SPD zu wählen in den
kommenden Videos auf unserem Kanal werden wir euch natürlich auch noch weitere Statements der anderen Parteien vorstellen. Wir bedanken uns auf jeden Fall mal ganz herzlich, lieber Uli, dass wir hier nach Berlin kommen durften und auch mit dir dieses Interview führen konnten. Es wird auch auf unserem Kanal demnächst noch ein Video geben, oder vielleicht ist es jetzt auch zu diesem Zeitpunkt, wo das Video kommt, schon erschienen. Ein Video wirklich, wo wir euch den Bundestag zeigen. Checkt es unbedingt ab, ihr findet es dann in der Endcard, und wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Zeit auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.